Was für ein Kontrast! Das Bild, das Weihnachtsbild von Professorin van der Meer mit einer strahlenden Maria, die das Jesuskind in den Händen hält, geboren in diese Welt hinein und die Welt verändernd. Und das Bild von Bischof Bogdan, gemalt auf einer Munitionskiste. Eine Maria, die von Traurigkeit und Leid gekennzeichnet ist. Ein Bild für die Zerrissenheit unserer Welt, die uns im Moment in viel Unsicherheit und Leid wiedergespiegelt wird. Das Weihnachtsfest ruft uns erneut in Erinnerung, dass Gott geboren wurde, um Frieden auf Erden zu stiften. Für uns Zuspruch und Anspruch zugleich, dass auch wir dafür Sorge tragen, gestärkt durch unseren christlichen Glauben bei der Menschwerdung der heutigen Welt in Gottes Geist mitzuwirken. Für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen, den Frieden in die Welt zu tragen. Dieses Bild wurde uns im Bonifatiuswerk geschenkt und den Dank, den Bischof Bogdan uns mitgebracht hat, für die Unterstützung, unter anderem auch für Geflüchtete, kann ich nur an Sie weitergeben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Spender und Spenderinnen, und im Namen des Bonifatiuswerkes wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest und die Zuversicht, die uns in der Hoffnung immer wieder neu entgegenkommt, weil Gott uns auf allen Wegen des Lebens begleitet. Das ist der tiefste Kern von Weihnachten, dass Gott uns nicht allein lässt und uns auf allen Wegen unseres Lebens begleitet, damit wir Kraft und Kräfte haben, unsere Welt auch so zu gestalten, wie er es mit der Welt vorhat. Dazu möchte uns Bischof Bogdan und Ihnen jetzt den Segen geben und Ihnen und Ihren Familien ein gnadenreiches Weihnachtsfest und ein gutes 2023. Auch Ihnen allen, Schwestern und Brüdern, möchte ich unser Vergelt's Gott sagen für all gute Taten, die Sie für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine machen, aber auch für all Ihre Unterstützung, die Sie für unsere hunderttausende Flüchtlinge hier in Deutschland und europaweit erweisen. Ihnen allen, uns allen, wünsche ich heute frohe, gesegnete und vor allem friedevolle Weihnachten. Dazu möge uns Herr Gott reichlich segnen. Und ich erlaube mich auf Ukrainisch Ihnen allen meinen Segen erteilen. Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь.